Okay. To be honest, damit habe ich nicht gerechnet. Komm hoch. Er sagte Kampfmaschinen, da muss noch irgendwo eine sein. Mindestens. Keine Ahnung. Okay. Oh, deswegen also, ja. Oh, wow, wirklich? Wir sehen uns später. Machen wir. Zum Glück sind die nur bewusstlos. Darüber reden wir nochmal. Wann ist das alle? Oder stehen noch irgendwo welche, von denen ich nichts weiß? Viel zu friedlich hier. Ach, ist ganz gut auszuhalten manchmal. Ist ja nett mit dir zu. Gut, dann hast du noch zu tun und ich suche noch weiter Gegner. Da, Schakale, ich hasse diese Biester. Wenn hier Ray ist, wo ist der Rest von meiner Truppe? Ich glaube, wir haben alle. Bestimmt eine Quest auch, oder? Das hat Mission, das ist das, das ist das. G
Gut, das heißt, es geht auf nach Ignadon. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Was können wir denn machen? Wir können Händler anheuern. Das wird gleich am besten. Mal schauen, was wir da kriegen. Oh, schicker Stand. Hallo. Zeig mir deine Ware. Natürlich. Captain Cyril 3, der macht noch mehr Schaden als unser aktueller für 10.900. Was würden wir kriegen, wenn wir das Giftschwert verkaufen? 2,6, das wird nicht reichen. 2,1 wird nicht reichen. Verdammt. Sie haben uns kalt erwischt. Ich fürchte, wir werden unser Lager aufgeben müssen. Ich denke, das ist nicht nötig. Diese Kampfmaschinen standen unter dem Kommando eines einzigen Elexitors. Bevor er von seinen Errungenschaften einem anderen seines Volkes berichtet, müsste sein Feldzug hier erst einmal erfolgreich sein. Also noch leben wir. Eben. Also entspann dich wieder und mach einfach weiter. Wir haben noch viel zu tun. Gut. Dann konzentriere ich mich besser wieder auf meine Aufgaben. Bring mir etwas bei. Sicher! Diese Unterschiede in den Stimmen ist gigantisch. 50 Intelligenz möchte ich dafür. Praktiker falsche. 60 Gerissen, 41 Intelligenz. Ach du Scheiße. Vierzig Intelligenz scheint generell so ein Go-To-Wert zu sein. Interessant. Oh, 200 Credits. Splitter, Verzeihung, aber ihr wisst, was gemeint ist. Alles noch dran? Auf jeden Fall. Nicht nur euren Geist. Bring alle. Ja, die ganzen Resistenzen, ne? Tiertrophäen, das würde ich tatsächlich lernen. Weil das ist was ich gefunden habe auch. Das ist gut, dass ich das bei ihm lernen kann. Sehr gut. Und zwar, wenn du... Wenn du... Das war Herbert aus dem Orbit.
wenn du wenn du dann Tiere und Mutanten tötest, kriegst du mehr Gegenstände daraus, die du verkaufen kannst. Und da sollen teilweise echt gute Sachen dabei sein. Also gehe ich eigentlich runter, ich Vollidiot. Ich will ja ins Archiv und nicht zum Händler. Da will ich später auch noch hin, klar, aber... Hier steht etwas. Heilmethoden für Krankheiten. Auch der graue Tod. Ein Rezept für eine Tinktur aus Pflanzen. Vielleicht verrät mir ein zweites Buch, wo ich die Pflanzen finden kann. Hier steht, an welchen Orten seltene Pflanzen wachsen. Gasdolmen wachsen üblicherweise in schattigen, stark bewachsenen Senken. Graukraut findet man häufiger auf begrünten Anhöhen im Hochland. Jetzt brauche ich nur noch einen fähigen Heiler, der mir die Tinktur gegen den grauen Tod zusammenbraut. Dann lasst uns mal lesen, was da drinnen geschrieben steht. Wie viel Zeit habe ich noch? Zeit genug. Gut. Natürliches Wachstum. Gasdolden. Wachsen. Sagten wir, okay. Schrift zum Kalenderjahr. Die Zeitrechnung ist für die Ordnung unserer Welt unerlässlich. Nachdem der Meteorit auf unsere Welt schlug, geriet die alte Ordnung durcheinander. Nachdem sich unsere Gemeinschaft von der Katastrophe erholt hatte, stellten unsere Wissenschaftler eine neu angepasste Zeitrechnung zusammen. Jeder Gläubige musste sich dieser Zeitrechnung anpassen, um Verwirrungen zu vermeiden. Ein Jahr hat 11 Monate, unsere Zeitrechnung beginnt mit dem Tag des Meteoriteneinschlags im Jahre 0. Okay. Der graue Tod vermehrte sich kurz nach dem Einschlag des Meteoriten zusehends unter den letzten Überlebenden. Durch Mangel an Zutaten für ein Heilmittel führte er in 99% der Fälle zu einem langsamen Tod. Symptome sind Gereiztheit, starke Kopfschmerzen, wiederkehrendes Schwindelgefühl und im Endstadium ein Hirnschlag. Wow. Behandlung durch orale Einnahme einer Kräutertinktur aus einer Gasdolde und einem Graukraut. Das sollten wir hinkriegen. Hoffe ich. Gasdolde, erstmal die suchen. Praktisch. Und was sollte das hier mal sein? Egal. Ganz schön eckig. Na komm her, Kleiner. Gute Nacht. Ich habe auch schon angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ich Berserker und Outlaws spielen möchte. Nachdem wir jetzt bei den Klerikern ja am Anfang die Laserwaffen benutzt haben, die nicht so prickelnd sind jetzt auf Dauer, weil ich finde einfach die falschen, dachte ich mir, ich werde den... Ich werde den Berserker als fast reinen Magier spielen, wenn das geht. Und den... Okay, das wird witzig. Das sind Nachtschattengewächse. So. Es gibt ja wirklich viel mehr Zeug. Ach du Scheiße. Ich glaube, das hätten wir viel früher machen sollen.
Das ist tatsächlich etwas, was wir uns als in den neuen Spielständen auf jeden Fall relativ früh erlernen sollten. Uff.